Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sehen könnten, was ich hier oben sehe, würde Ihnen das Herz aufgehen. Der Platz ist voll. Ich habe gehört, wir sind über 15.000 Menschen bereits und es werden immer mehr. Die Bachmann-Preisträgerin Maya Haderlapp hat für das diesjährige Fest der Freude folgenden Text verfasst. Walter Benjamin, der bedeutende Denker und Philosoph, der sich auf der Flucht vor den Nazis das Leben nahm, hat in seinen Überlegungen zum Begriff der Geschichte den Engel der Geschichte ersonnen. Dieser Engel hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet und sieht vor sich eine Anhäufung von Katastrophen, die unablässig Trümmer vor seine Füße schleudern. Aber ein Sturmwind treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, obwohl er ihr noch den Rücken zukehrt. Dieser Sturm ist so stark, dass der Engel die Flügel nicht mehr schließen kann. Das, was wir Zukunft nennen, ist die stürmische Zeit, in der wir leben und uns zu orientieren versuchen. Mit dem Blick zurück, der die erschütternden Erfahrungen der Vergangenheit ermisst und seine Scharfsichtigkeit an ihnen übt, müssen wir den Herausforderungen der Gegenwart begegnen. Nach Jahrzehnten friedlicher Entwicklung in unserem Land stehen wir zunehmend vor Problemen, die unser Handeln herausfordern. Die offensichtlichen und bemäntelten Katastrophen der Welt rücken uns immer näher. Je mehr wir von ihnen bedrängt werden, desto tiefer scheint unsere Ratlosigkeit, da uns von einflussreicher Seite vermittelt wird, dass man da nichts machen könne, dass alles außerhalb unserer Macht geschehe. An diesem Punkt sollten wir der ehemaligen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gedenken, die handelten, als es aussichtslos schien. Handeln? Handeln heißt in jedem Fall, mit dem Geläufigen und der Bequemlichkeit zu brechen. Es hieß damals auch, das Leben aufs Spiel zu setzen und könnte heute bedeuten, sich dem menschenverachtenden, herabwürdigenden Zynismus des Mainstreams aller Arten nicht auszuliefern und sich ihm entgegenzustellen. Konkretes Handeln befreit und bewegt nicht nur unsere Fantasie, sondern auch die Gesellschaft, in der wir leben. Vielen Dank, Maya Haderlapp.